Servus und herzlich willkommen aus Bochum heute zum Spiel in der Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und unserem FC Bayern München. Ich bin hier auch direkt schon angekommen am Bochumer Hauptbahnhof. Da haben wir die ersten Flaggen. Hier vorne geht es auch direkt schon in die Innenstadt. Hier in der Innenstadt haben wir eine Einkaufsstraße hier mit einigen Geschäften. Da heute aber Sonntag ist, hat natürlich alles zu. Und herzlich willkommen natürlich auch an alle Bochumer, die sich das Video anschauen, an unsere Fanfreunde. Liebe Grüße an euch. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Bochumer seid. Da hinten noch eine schöne Kirche und allgemein ist es ziemlich leer hier, ist auch ziemlich ruhig. Das hier ist übrigens mein Trikot heute. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, aus welcher Saison das Trikot ist. Hier ist dann wahrscheinlich wie so eine Art Marktplatz. Hier wird aber gerade umgebaut, deswegen kann man hier nicht drauf und muss hier an den Seiten langlaufen. Hier geht es dann weiter mit einer Einkaufsstraße, links und rechts ein paar Geschäfte. Da haben wir auch schon ein paar Aufkleber der Bochumer von den Ultras und von der Fanfreundschaft mit Bologna. Da fehlt natürlich auch noch unserer. Trotz der Fanfreundschaft müssen wir heute hier auf den Sieg in Bochum hoffen, um den Anschluss an die Leverkusener nicht zu verlieren, die ja gestern 2:1 in Heidenheim gewonnen haben. Das hier vor mir ist wahrscheinlich dann das Rathaus hier in Bochum mit einem riesigen Bochum-Zeichen davor. Sieht, wie ich finde, schon ziemlich cool aus. Bayern und der VfL. Habt ihr mitbekommen, was eigentlich die Woche bei uns abging mit den Aussagen, die Tuchel scheinbar nach dem Leverkusen-Spiel zu unserem Team gesagt haben soll? Finde ich schwierig, sowas auch von der Presse. Dann sagt man lieber nichts statt einer Falschaussage. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Und hier haben wir das Deutsche Bergbaumuseum hier in Bochum. Bergbau hat ja vor allem hier in der ganzen Region im Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt. Heute sind wir hier tatsächlich im Ruhrgebiet. Beim Leverkusen-Video ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ja, passiert. Ich habe mir jetzt einen Döner rausgesucht und da geht's jetzt rein. Let's go. Der Döner hier war echt nicht schlecht und wirklich seit langer Zeit auch mal wieder einen Döner, der nur 5 Euro gekostet hat. Daher mit der Preis-Leistung kriegt er von mir eine 8 von 10. Und jetzt geht's endlich zum Ruhrstadion Anna Castropa. Während ich mich jetzt auf den Weg mache zum Stadion, seht ihr hier gerade nochmal 2-3 Szenen aus Rom, die leider irgendwie beim Upload auf YouTube verloren gegangen sind. Jetzt bitte, 1-1. Als ob wir plötzlich nicht mehr kicken können. Schaut euch ab, da kommt jeder zweite Ball an. Jeder zweite. Egal. Luca Toni. Egal, Leute, wir müssen Lazio abhaken, wir müssen Leverkusen abhaken. Heute ist ein neues Spiel. Reaktion auf den Platz zeigen, pack mal. Wir kommen dem Stadion auch schon immer näher. Da drüben ist eine Bochum-Fankneipe. Wie man sieht, da sind auch ein paar Bayern-Fans, trinken gemeinsam eins vorm Spiel. Die Fanfreundschaft gibt es immerhin auch schon seit über 50 Jahren. Und hier vorne ist es auch schon das Ruhrstadion vom VfL Bochum. Wow, das mal in echt zu sehen, ist schon richtig cool. Wahnsinn, sieht von außen aber auch ziemlich klein aus. Ich glaube, 26.000 passen rein. Bin hier heute tatsächlich auch zum allerersten Mal. Ich freue mich mega auf die Stimmung da drin, auf die Bochum-Fans, natürlich auf unsere Fans, einfach auf das Spiel an sich. Es ist kaum Polizei da, natürlich ist ein Fanfreundschaftsduell. Also wirklich, hier ist nirgends auch nur ein Polizeiauto. Lazio hat heute zu Hause in der Serie A gegen Bologna verloren und ausgerechnet Zirkzee hat den Siegtreffer geschossen. Und gestern hat die Austria Wien gewonnen mit Franz Kretzig, der sein erstes Tor für die Austria schießen konnte. Glückwunsch Franz, wir sehen uns nächste Woche beim Derby. Falls ihr das Topspiel nächste Woche gegen Leipzig, dann das Derby von Rapid Wien gegen Austria Wien und das nächste Auswärtsspiel in Freiburg nicht verpassen wollt, lasst mir gerne jetzt ein kostenloses Abo da. Liked das Video, damit es noch mehr Bayern-Fans sehen. Vielen lieben Dank. Und hier ist auch noch mal so ein kleiner Bochum-Fan-Treff. Da geht's jetzt rein. Bochum, ich komm aus dir. Bochum, ich häng an dir. Habt die Jungs hier auch bei der Ritterburg getroffen? Was ist euer Tipp heute? Natürlich, ich sag 1-1, unentschieden. May ist ja auch getroffen, er ist heute auch am Start. Er macht vor allem für die Bochumer Stadion-Vlogs. Was ist dein Tipp heute? Ich sag ein dreckiges 2-1 für uns. Ja. Wer macht die Tore? Ich glaube, dass Paciencia heute spielen wird, dass er ein Tor macht. Mhm. Und Osterhagen. Ja? So getroffen aktuell. Und bei uns? Geiler Tipp. Bei euch, ich glaube, dass Harry Kane heute ein Tor macht. Von ihm habe ich auch diesen Schal bekommen. Vielen lieben Dank. Auf der Seite hier ist die Ostkurve bei den Bochumern. Da stehen dann auch die Ultras. Hier haben wir auch das für immer Ruhrstadion. Weil es Ende letzten Jahres auch kurz
danach aussah, als würde man das Stadion an einer neuen Stelle neu bauen wollen. Die VfL-Fans waren natürlich dagegen, die Ultras waren dagegen und deswegen kam dann auf der Mitgliederversammlung auch die Meldung, dass das Stadion hier bestehen bleibt an der Kastropper Straße, dass man es lediglich renovieren und ausbauen wird auf 1500 Plätze mehr, glaube ich. Finde ich auch super, denn wo haben wir in der Bundesliga sonst noch so ein altes, geiles Stadion? Gerade sind auch unsere Busse angekommen mit unseren Spielern. Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Hier auf den Säulen haben wir auch einige Bochumer Legenden, wie zum Beispiel hier Maltritz, vorne Zumdick und hier auch unsere Legende Hermann Gerland. Auf der Seite hier haben wir den Eingang zum VIP. Hier vorne ist noch der Fanshop. Hier gibt es auch den Matchschal zum Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern. Ansonsten hier die Trikots der Bochumer, Heimtrikot, Auswärtstrikot. Und das dritte Trikot sieht so ein bisschen aus wie von Barca damals. Sonst haben sie hier noch einen riesen Bochum-Wappen und so einen kleinen, aber feinen Fanshop hier beim Stadion. Auf der Seite das Medienzentrum und ja, hier nochmal so das Innere auf der anderen Seite hinter der Haupttribüne. Sehr cool. Ich habe mir sogar noch einen geholt, den werde ich an einen von euch verlosen. Wenn ihr mitmachen wollt, lasst gerne einen Daumen hoch bei diesem Video, lasst ein Abo da, schreibt einen netten Kommentar. Der Gewinner wird im nächsten Video dann gegen RB Leipzig bekannt gegeben. Von diesem Schal hier zur Freundschaft zwischen Bochum und unserem FC Bayern. Es geht rein, Leute. Schaut euch das an. Ich finde das hier richtig cool. Man hat gar nicht so viel davor. Hier geht's direkt rein. Bin heute im Block G. Und jetzt geht's rein zum ersten Mal ins Bochumer Ruhrstadion. Wir sind heute in Reihe 18 auf Platz 17. Und das hier ist heute unsere Sicht. Da hinten sind die Bochumer Ultras. Hier auf der Seite unsere Bayern-Ultras. Let's go! Im letzten Heimspiel gegen die Bochumer konnten wir 7:0 gewinnen. Davor 3:0. Das letzte Spiel hier in Bochum haben wir 7:0 gewonnen. Davor aber auch mal 4:2 verloren mit diesen absoluten Traumtoren von Gamboa und von Holtmann. Und gerade in unserer jetzigen Form ist meiner Meinung nach alles möglich. Deswegen möchte ich gerne auf 0:2 tippen. Halten 1:1, aber auch für realistisch. Die Aufstellung kam gerade raus. Choupo-Moting statt Tell auf dem Flügel. Ich werde es nicht verstehen. Warum gibt man Mattes nicht mal die Chance von Anfang an? Ansonsten Musiala, Thomas Müller vorne drin, Harry Kane, Kimmich, Goretzka, Doppel-6. Aber De Ligt ist endlich mal wieder drin von Anfang an zusammen mit Kimmich in der Innenverteidigung. Let's go, pack mal's. Ich hoffe, wir gewinnen hier. Der Bochumer Torwart kommt rein. Und Manuel Neuer und Sven Ulreich kommen rein. Es gab jetzt nur einen verhaltenen Applaus von unseren Fans, nicht so wie sonst. Und hier hinter mir haben auch welche mit so Luftballons Bayern und Bochum dran geklebt. Hier sind unsere Jungs, hier ist unser Torwart-Fan. Und unsere Spieler kommen rein. Ich weiß nicht, ob man es auf Kamera sieht, was für ein Dreckswetter es ist. Richtiger Regen. Boah, wird nicht leicht heute. Die Bochumer legen los. Wundert mich voll, ich dachte, das würde man nicht sehen in der Bergfahrt. Die 7-2 Kevin! Und der Kapitän hat die 8 Toto! Bayern kämpfen und siegen! Let's go, wir brauchen heute 3 Punkte, egal wie. Erste Chance für Bochum. Nein! Fängt ihr gut an. Jetzt! Zählt es als Torschuss? Jetzt! Oh, pass!
14 Zentimeter Schwimmen hinter die Beine erzielen das Snow Times. Super, super wichtig, ganz normal. Boah, was für ein starker Pass! So ein schöner Pass, den ich da für den Überschieß. Wieder stark für Musiala. Drüben fliegen die ersten Tennisbälle, da steht auch, wir bekämpfen euch bis zum Schluss. Kleine Unterbrechung, ich schaue, ob ich mich da oben hinsetzen kann. Und jetzt fliegen die Tennisbälle von unserer Seite und wie viele? So Leute, ich habe den Platz jetzt hier gewechselt. Von hier sehen wir auf jeden Fall viel, viel besser. Masraoui verletzt vom Feld, Gabo Pamecano spielt als Rechtsverteidiger. Daran merkt man, wie klein unser Kader ist. Wir haben keinen Rechtsverteidiger-Satz. Kimmich kann nicht nach rechts, weil Pavlovic verletzt ist heute. Und mit Leimer sowieso verletzt ist, der beide Positionen spielen könnte. Mit Sicherheit auch ein Faktor, warum die Saison bislang ja, nicht ganz so gut läuft. Mega Chance für die Vielleicht doch mal vor der Pause. Aber da ist niemand! Jetzt! Musiala, der Einzige, der ein bisschen kämpft und was nach vorne probiert, ist auch ein Foul! Das ist das Beste, was wir hinbekommen. Boah, jetzt sieht man richtig beim Licht, wie eklig das Wetter hier ist. Das Spiel ist aber auch nicht besser. Upa, mit dem nächsten Ballverlust! Der Wahnsinn. Der ist komplett frei. Haben wir Glück, dass er wegrutscht, sonst wäre es 3:1 gewesen. Jetzt mal. Bitte noch vor der Pause. Da ist halt wieder keiner. Ganz kurzes Halbzeitfazit. Was soll man dazu sagen? Man ist nicht mal mehr wirklich sauer, sondern man rechnet eigentlich schon damit. Ich glaube, wir werden ja auch verlieren. Vielleicht holen wir noch einen Unentschieden. Würde mich sehr überraschen, wenn wir rauskommen und das Ding noch drehen. Boro macht es sehr stark, steht gut. Die Konter waren stark, haben gut nach vorne gespielt. Ja. Müller muss scheinbar rüberlegen oder Kane muss rüberlegen. Einer von beiden muss rüberlegen, dann kann es ja auch 0:2 stehen. Ja, naja, was soll man dazu sagen? Ich kann es mir nicht erklären. Im Hinspiel haben wir noch 7:0 gewonnen. Das ist dieselbe Mannschaft. Wir liegen hier 2:1 hin. Ja, ich glaube, wir spielen gegen den Trainer. So verlieren wir auch gegen Leipzig und in Freiburg. Aber ja, lasst uns überraschen in der zweiten Halbzeit. Bei
weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Das einzige Positive ist, dass die Bayern jetzt auf unser Tor spielen, hier auf der Seite. Hoffentlich sehen wir da mindestens zwei Treffer. Jetzt, jetzt, aber da steht keiner. Ja, leg zurück, leg doch zurück. Es sind wieder die ersten Minuten nach der Halbzeit. Wo ist er? Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt. Schieß! Nicht Unterbrechung der Seite Tennisbälle. Und auf der Seite Tennisbälle. Jetzt ist es sogar so weit, dass die Spieler in die Kabine geschickt werden. Ryan Zaragoza zum ersten Mal auf dem Feld. Leroy! Ah! Jetzt auf geht's! Auf geht's Bayern! Jetzt auf Zaragoza! Stark! Sein Debüt, ein guter Versuch. Ich hoffe, er macht heute noch sein Tor zum 2-2 oder zum 2-3. Ja, ja, ja! Ach Mann! Und die feiern, ist ja klar. Hätte Kim nicht auf der Linie geklärt, wäre es das 3-1 gewesen. Glück gehabt, aber das geht nicht lange gut. Fehlt nicht, oder? Rote Karte für Upamecano. Nicht im Ernst. Zweite Spiel in Folge, zweite Rote. Plus Elfmeter für Bochum, das kenne ich doch irgendwoher. Klar, dass wir hier auf den Sack kommen. 7-0 im Hinspiel und jetzt liegen wir 3-1 hinten und es ist dieselbe Mannschaft. Wie geht so was? Ist doch klar, dass unsere Fans bedient sind. Unsere Nummer 7, Tunnel! Ich persönlich glaube, das war's mit Tunnel. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Stark, Mathis, jetzt auf Leroy. Stark! Auf Zaragoza, schießt. Da, Mathis, warum spielt er nicht von Anfang an? Er versucht es wenigstens mal. Glückwunsch, Bochum, machen wir sau stark. Wir haben ja auch gar keinen Punkt verdient, wenn man ehrlich ist. Nach der ersten Unterbrechung geht's bergab. Musiala! Oh, aber wenigstens mal wieder ein Torschuss. Jetzt vielleicht, jetzt, jetzt. Jetzt stark durch von Mathis, was macht er? Ja! Zählt er? Ja, er zählt. Kommt schon, Jungs. Gleich noch 3-3. 8 Minuten Nachspielzeit. Wenn wir irgendwie noch den Ball bekommen, müssen wir mal nach vorne schaffen. Vielleicht. Ah, mega stark von Mathis. Durch 3 ist er durch. Jetzt muss er alle. Jetzt nein. Mathis muss einfach Stamm spielen. Tut mir leid. Ja, Harry. Harry, nein. Das wär's gewesen. War's doch wieder so ein Traumtor. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen vor. Ja, jetzt zieh. Das war halt nichts. Vielleicht geht ja noch mal was. Komm schon, Musiala, jetzt da, komm Harry. Oh, wenigstens noch mal ein Eckball. Stark, Leroy. Stark. Oh.
Ultras rufen die Spieler, aber keiner kommt. Kimmich, Neuer, gehen direkt wieder rein. Der Einzige, der noch länger bleibt, ist Tell. Der Junge muss auch Stamm spielen. Was in Leverkusen begonnen hat, in Lazio weitergeführt wurde, wurde auch heute wieder weitergeführt. Für mich sieht es aus, als wäre wieder mal gegen den Trainer gespielt worden. Welches Spiel ist gegen Leipzig? Ja, lasst mir gern trotzdem ein Like da, wenn wir verloren haben. Ein Abo und ja, wir sehen uns gegen Leipzig.